Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach diese süßen Babysöckchen häkeln könnt. Diese heute in dem Video sind geeignet von 0 bis 6 Monate alte Babys. Das wird in Spiralrunden gehäkelt, die sind wirklich ganz einfach und auch schnell gemacht. Ich habe jetzt hier so eine Farbverlaufswolle genommen. Ihr könnt natürlich jede Wolle benutzen, die ihr möchtet. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich häkel heute mit einer 4,5 mm Nadel. Ihr benötigt eine Schere und natürlich eure ausgewählte Wolle. Und dann fangen wir mal an. Wir beginnen mit einem magischen Ring. In den magischen Ring häkeln wir jetzt 8 feste Maschen. Also ihr geht hinein, holt euren Faden, zwei Schlaufen auf der Nadel und zieht das Ganze fest. Also ihr häkelt jetzt erst einmal 8 feste Maschen. So, meine 8 festen Maschen habe ich fertig gehäkelt. Wir holen jetzt hier den Faden und ziehen den magischen Ring zu. Wir gehen jetzt wieder in diese erste Masche hier hinein und häkeln eine feste Masche. Wir gehen in die gleiche Masche hinein und häkeln noch eine feste Masche. Wir gehen in die nächste Masche hinein und häkeln auch dort zwei feste Maschen. Also wir häkeln jetzt in jede Masche zwei feste Maschen. Ihr müsstet jetzt insgesamt in jeder Runde 16 Maschen haben. Also ihr häkelt jetzt einfach weiter, bis ihr eure 16 Maschen insgesamt fertig habt. So, ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Zählt nochmal durch, dass ihr auch wirklich 16 Maschen habt. Was ihr auch jetzt machen könnt, ihr holt euch einfach einen Marker und befestigt den in dieser letzten Masche. So wisst ihr dann einfach, wann der nächste Rundenanfang beginnt. Wir machen weiter. In die nächste Masche, also in diese Masche hier, häkeln wir jetzt zwei feste Maschen in eine Masche. In die nächste Masche häkeln wir nur eine feste Masche. Und das machen wir jetzt im Wechsel. In die nächste Masche zwei feste Maschen. Und in die nächste wieder eine. In jeder Runde müsstet ihr dann insgesamt 24 feste Maschen haben. Das macht ihr jetzt einfach, bis ihr hier am Marker angekommen seid. Also zwei feste Maschen, eine feste Masche, zwei feste Maschen, eine. Und das macht ihr jetzt einfach die ganze Runde. So, ich bin jetzt hier an meinem Marker angekommen. Den entferne ich jetzt und häkle meine letzte Masche dort hinein. Ihr müsstet jetzt 24 Maschen haben. Ab jetzt ist es ganz einfach. Es wird in jede Masche einfach nur eine feste Masche gehäkelt. Und dadurch, dass wir in Spiralrunden häkeln, häkelt ihr einfach weiter. Also jetzt häkelt ihr einfach in jede Masche eine feste Masche und natürlich müsst ihr jetzt jede Runde 24 Maschen haben. Und das macht ihr jetzt einfach ein paar Runden und ich zeige euch gleich, wie das aussieht. So, ich habe jetzt ein paar Reihen gehäkelt und so sieht das Ganze jetzt aus. So müsste es bei euch auch aussehen. Was ich euch empfehlen würde, wäre jetzt schon diesen Faden vom magischen Ring zu vernähen. Und wie ihr seht, entsteht langsam die Form von unserem Söckchen. Ihr häkelt jetzt genauso weiter, bis ihr 7 cm erreicht habt. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt Reihen zählen. Wichtig ist halt nur, dass dieses Stück, also ich habe jetzt hier 3 cm und ihr häkelt weiter, bis euer Söckchen 7 cm lang ist. Also häkelt einfach weiter, messt immer wieder mal nach und wir brauchen eine Länge von 7 cm. So,
ich habe das jetzt weiter gehäkelt. So sieht das jetzt aus. Ich messe nochmal nach. Also für die Größe, die wir benötigen, brauchen wir 7 cm. Wir fangen jetzt an mit der Ferse. Also wir sind jetzt hier in dieser letzten Masche angekommen. Ihr müsstet 24 Maschen haben. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden. Wir stechen jetzt in diese erste Masche hier hinein und häkeln eine feste Masche. Und das machen wir jetzt noch in die nächsten 4 Maschen, dass wir insgesamt 5 feste Maschen haben. Also 2, 3, 4 und 5. Zählt nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5. Wir häkeln jetzt wieder eine Luftmasche und wenden. Wir arbeiten jetzt die 5 festen Maschen wieder zurück. Also in diese erste Masche hier gehen wir wieder hinein und häkeln eine feste Masche und häkeln dann eine feste Masche in die nächsten 4 Maschen. Und in die auch hier müsstet ihr jetzt 5 Maschen haben. Wir benötigen jetzt die erste unbearbeitete Masche. Also hier haben wir reingearbeitet und die Masche daneben. Wir gehen direkt mit der Nadel hinein und unseren Faden und häkeln eine feste Masche. Wir häkeln jetzt wieder eine Luftmasche und wenden. Wir müssten jetzt hier 6 Maschen haben. Also hier in diese erste Masche hinein gehen wir wieder rein und häkeln eine feste Masche. In die nächste Masche, zweite, dritte feste Masche, vierte, fünfte, und sechste. Wir finden wieder die erste Masche, die unbearbeitet ist, also hier die. Dort gehen wir jetzt hinein und machen das gleiche wie auf der anderen Seite auch. Wir häkeln einfach eine feste Masche. Jetzt müssten wir hier 7 feste Maschen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir häkeln eine Luftmasche und wenden. Wir gehen wieder in diese erste Masche jetzt hier hinein und häkeln wieder feste Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, und 7. Wir brauchen jetzt wieder diese erste unbearbeitete Masche. Dort gehen wir wieder hinein und häkeln wieder eine feste Masche. Jetzt müsstet ihr hier insgesamt 8 Maschen haben. Wieder eine Luftmasche und wir wenden. In diese erste Masche wieder hinein häkeln wir eine feste Masche, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 und 8. Wir brauchen jetzt wieder diese erste ungearbeitete Masche. Dort gehen wir hinein und häkeln unsere neunte feste Masche. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, wenden, gehen wieder in diese erste Masche hier hinein und häkeln wieder feste Maschen. Wir müssten jetzt hier 9 feste Maschen haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und jetzt brauchen wir noch einmal diese erste ungearbeitete Masche. Also hier gehen wir hinein und häkeln eine feste Masche. Und wir haben jetzt hier oben insgesamt, also ihr zählt durch, 10 fest, also 10 Maschen. Hier seht ihr diesen Abstand, den lassen wir jetzt so. Also wir haben jetzt hier oben 10 Maschen. Und jetzt häkeln wir einfach weiter. Wir gehen in die nächste Masche, häkeln eine feste Masche. Und das machen wir jetzt einfach in jede Masche. Einfach nur wieder eine feste Masche in jede Masche. Und das macht ihr jetzt, bis ihr in diese letzte ungearbeitete Masche angekommen seid. So, hier ist diese letzte Masche. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. In die Masche wurde hier eingearbeitet. Also wir häkeln jetzt hier unsere letzte feste Masche. Und jetzt überspringen wir dieses Stück und häkeln in diese erste feste Masche eine feste Masche. Also geht hier oben hinein und häkelt eine feste Masche. Und somit verbinden wir das Ganze. Und so sieht das jetzt aus und unsere Ferse ist fertig. Jetzt wird wieder einfach nur in Runden weiter gehäkelt. Eine feste Masche in jede Masche. Ihr müsstet jetzt auch hier insgesamt wieder 24 Maschen haben. Ihr häkelt jetzt einfach eine feste Masche in jede feste Masche, bis ihr dann die gewünschte Höhe von eurem Söckchen erreicht habt. So, ich habe jetzt einfach in Runden weiter gehäkelt und meine gewünschte Höhe erreicht. Ihr könnt die natürlich so kurz, so hoch machen, wie ihr das möchtet. Wenn ihr dann eure gewünschte Höhe erreicht habt, ich mache das dann immer so. Ich lege das Söckchen so hin. Hier ist unsere Ferse, dass ich hier so ziemlich mittig bin. Gehe dann in diese nächste Masche hinein und häkel eine Kettmasche, eine Luftmasche, ziehe das Ganze fest, hole meine Schere und schneide den Faden einfach ab. Wir holen unsere Nadel und ziehen vorsichtig durch und ziehen es fest. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist hier diesen Faden vernähen und unser Söckchen ist fertig. Wie ich den Faden vernähe, das zeige ich euch auch nochmal. Ihr nehmt eure Nadel, geht durch. Ich gehe dann immer gerne in diese nächste Masche hier hinein. Ziehe den Faden durch und vernähe den Faden jetzt einfach hier im Inneren. Ihr
geht dann einfach durch die Maschen durch. Dadurch, dass die Söckchen ja natürlich auch gewaschen werden, ist es wichtig, dass ihr den Faden auch gut vernäht. Geht das Ganze hier nicht zu fest. Wir ziehen das Ganze wieder schön in Form. Nähen jetzt hier einfach nochmal zurück. Und zieht das Ganze einfach fest. Dann schneidet ihr den Faden ab. Und wir sind fertig. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachhäkeln und konntet auch so süße Söckchen häkeln. Ich wünsche einfach noch einen ganz tollen Tag und vor allem ganz viel Spaß beim Nachhäkeln. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!